Hallo, ihr lieben Fischegeborenen und Fischeaszendenten. Ganz herzlich willkommen zu eurem Liebeshoroskop im Dezember 2017 mit eurer Astrologin Antonia Langsdorf. Es stehen astrologische Großereignisse auf dem Programm. Und wenn ihr nach diesem Video denkt, ach, vielleicht könnte ich mir doch mal eine Beratung dazu gönnen, dann seid ihr natürlich bei mir richtig aufgehoben und ich bin gerne für euch da. Ihr erreicht mich über mein Kundentelefon oder über meine Homepage unter www.antonialangsdorf.com. Beides steht unten in der Videobeschreibung oder auf der Infokarte hier oben im Bild. Diesmal gibt es in der Verlosung ein ganz besonderes Geschenk zu gewinnen, nämlich eins meiner Sternzeichen-Kolliers, wie ich das hier auch trage mit dem Steinbock, natürlich passend zum Sternzeichen der Gewinnerin oder des Gewinners. Mehr dazu am Ende des Videos, also bleibt dran. Glücksplanet Jupiter und Romantikplanet Neptun lenken im Dezember viel kosmische Liebesenergie in euer Zeichen. Ihr habt eine bezaubernde Ausstrahlung und die Menschen fühlen sich zu euch hingezogen. Und ab dem 20. Dezember ist dann der schwierige Aspekt zu Saturn der letzten 3 Jahre endgültig ausgestanden. Jetzt schauen wir uns die Konstellation genauer an und wir fangen an mit den langfristigen Tendenzen. Ja, seit dem 9. November geht die wilde Göttin Lilith durch den Steinbock und bildet einen Sextilaspekt zur Fischesonne, also einen freundschaftlichen Aspekt. Das heißt, ihr habt dann eine Zeit, wo ihr eure wilde Weiblichkeit besser anerkennen und integrieren könnt. Alles über diesen wichtigen Transit erfahrt ihr in meinem Video-Special Gehe deinen eigenen Weg. Darin bin ich ausführlich auf die Bedeutung von Lilith im Steinbock eingegangen und habe die Konstellation für alle 12 Sternzeichen gedeutet. Den Lilith-Aspekt spüren im Dezember besonders die Geburtstagskinder vom 21. bis 26. Februar. Dann habt ihr einen spitzenmäßigen Aspekt mit Jupiter, der steht nämlich im Trigon hier im Skorpion, also in einem langen, super guten Aspekt zur Fischesonne. Und das ist euer 9. Sonnenhaus. Da geht es also dann um Sinnfindung, um Erkenntnis. Und ihr bekommt Vertrauen in eure eigene Weisheit und eine Stärkung eures eigenen Glaubens. Wahrscheinlich werdet ihr jetzt auch häufiger nach eurer Meinung gefragt. Natürlich kann diese Konstellation auch ein starkes Fernweh auslösen. Also vielleicht solltet ihr jetzt in dem kommenden Jahr noch eine schöne große Reise für euch planen. Ja, und dann gibt es auch Anerkennung für euch, vor allen Dingen, wenn ihr lehrt und unterrichtet. Ist auch eine gute Zeit für eine Weiterbildung oder Fortbildung. Ebenfalls deutet es an, dass ihr vielleicht Erfolg durch gute Beziehungen im Ausland habt. Ihr könnt jetzt auch auf Visionssuche gehen und außerdem verstärkt dieser Aspekt eben einfach eure schöne Ausstrahlung. Das ist auch toll für musische Fische. Und diesen schönen Aspekt empfangen im Dezember die Geburtstagskinder vom 2. bis 9. März. Falls ihr mehr über die seelische und psychologische und auch die abenteuerliche Bedeutung dieses Transits wissen möchtet, dann schaut euch doch mein Special dazu an. Finde den verborgenen Schatz. Und dann habt ihr ja auch weiterhin diese Verbindung zu Neptun in eurem ersten Haus, in eurem Zeichen. Und da gibt es jetzt eine Überschneidung zu dem schönen Jupiter-Aspekt. Die Geburtstagskinder vom 2. bis 4. März haben beide Planeten direkt auf ihrer Sonne, also hier im Trigon und der Neptun eben direkt auf der Sonne und wirken jetzt wahrscheinlich schon sehr, sehr, sehr bezaubernd. Vielleicht seid ihr aber auch selbst ganz verzaubert und ein bisschen verpeilt und kriegt so manches gar nicht mit. Aber ihr müsst natürlich auch darauf achten, dass ihr andere Leute nicht verwirrt oder falsche Signale sendet. Ne? Da gehe ich gleich noch drauf ein, weil wir da eben auch ein paar schwierige Aspekte mit der Venus haben in diesem Monat. Trotzdem ist es insgesamt natürlich ein sehr angenehmer Aspekt. Dann gibt es noch das Sextil, also den Freundschaftsaspekt zu Pluto. Der steht im Steinbock. Und es ist ganz interessant, ich hatte jetzt eine Klientin, die Zeichen Fische, die gesagt hat, sie hätte sich verändert. Sie hätte mehr Ecken und Kanten entwickelt. Sie wäre jetzt nicht mehr so nachgiebig, sondern sie würde jetzt öfter mal auch mal Nein sagen. Und das ist ja etwas, was ich euch schon länger predige, dass dieser Aspekt zu Pluto für Fische die Möglichkeit auch beinhaltet, mehr Profil zu zeigen und mutiger zu sein. Und das kommt eben auch, indem ihr erstens durch wirklich auch Freunde habt, die euch herausfordern, aber die auch gut für euch sind, also einflussreiche
Leute, die was zu sagen haben, finden sich in eurem Freundeskreis wieder und das stärkt auch das Selbstbewusstsein. Also dafür ist der Aspekt sehr, sehr gut. Pluto ist natürlich nicht immer angenehm, noch nicht mal, wenn man mit ihm befreundet ist. Das heißt, er kann eben auch Leute anzeigen, die euch herausfordern, aber dadurch werdet ihr eben auch stärker. Und das Sextil zu Pluto empfangen im Dezember die Geburtstagskinder vom 8. bis 11. März. Ja, und dann gibt es eben sehr, sehr gute Nachrichten. Das Quadrat zu Saturn ist beinahe ausgestanden. Es geht nur noch bis zum 20. Dezember und die letzten, die sich damit noch auseinandersetzen müssen, sind die Geburtstagskinder vom 18. bis 21. März. Der war ja die ganze Zeit hier für euch im 10. Haus der Karriere, hat euch bestimmt auch ganz schön vorangebracht, aber eben auch sehr anstrengend. Anstrengende Cheffiguren, Leute, die was von einem verlangen, dauernd muss man Überstunden machen. Ja, also das ist jetzt jedenfalls alles vorbei, alle Probleme, zumindest was eure Sonne angeht. Ich kann natürlich nicht sagen, was Saturn für Aspekte zu euren übrigen Planeten oder eurem Aszendenten bildet, aber für die Sonne, für euer Fischezeichen ist das vorbei. Und ab dem 20. Dezember geht Saturn dann in einen günstigeren Aspekt zu euch, nämlich in ein konstruktives Sextil, in euer 11. Haus der Freundschaften und der Netzwerke. Und das ist dann eine Zeit, in der ihr verstärkt darauf achtet, ob bei euren Freundschaften das Geben und Nehmen in Ordnung ist. Oft seid ihr ja diejenigen, die sich selbstlos einsetzen, aber in den nächsten 3 Jahren dürft ihr auch ruhig mal um Unterstützung bei anderen bitten und die auch einfordern. Ihr werdet nun auch Fortschritte darin machen, eure Netzwerkkontakte auch beruflich gut zu nutzen. Und ihr werdet euch vielleicht auch von der einen oder anderen Person aus eurem Freundeskreis trennen, wenn ihr merkt, dass der Kontakt nicht mehr funktioniert. Ab dem 20. Dezember empfangen die Geburtstagskinder vom 19. bis 22. Februar diesen neuen Aspekt von Saturn. Schaut euch dazu bitte auch unbedingt mein neues Video-Special an. Da erfahrt ihr alles über diesen wichtigen Transit, wann Saturn durch welche Dekade geht und die Deutung für alle 12 Sternzeichen unter dem Titel »Die Kunst zu manifestieren«. Und damit zu den aktuellen Konstellationen im Dezember. Zu Beginn des Monats stehen viele wichtige kosmische Kräfte im Zeichen Schütze und damit in eurem 10. Sonnenhaus der Karriere, allerdings auch in der Spannung zur Fischesonne. Wir haben die Venus im Schützen in der ersten Dekade, die Sonne steht in der zweiten Dekade und Merkur und Saturn hier hinten in der dritten Dekade Schütze. Und die Aspekte beschreiben, dass sich im Dezember beruflich noch eine Menge für euch ergeben kann, zumal die Venus für gute Kontakte sorgt und anzeigt, dass ihr beliebt seid. Allerdings wird der Merkur vom 3. bis 23. Dezember rückläufig und das bedeutet, dass sich berufliche Planungen auch noch mal ändern können. Ich würde euch also raten, gute Kontakte zu pflegen und einen guten Eindruck zu machen, aber euch nicht mehr auf irgendwas vertraglich festzulegen. Verlässliche Vereinbarungen kommen wohl erst nach den Feiertagen wieder zustande. Wunderbar ist für euch der Harmonieaspekt von Glücksplanet Jupiter zu Romantikplanet Neptun, der ja bei euch im eigenen Zeichen steht. Ihr befindet euch also in Resonanz zu der schönen Energie von Liebe und Mitgefühl, die in der Luft liegt. Das kann einerseits bedeuten, dass sich viele Verehrer einfinden, die euch in der Vorweihnachtszeit umwerben, aber auch, dass ihr besonders viel Freude daran habt, zu spenden und euch für die weihnachtlichen Wohltätigkeitsaktionen einzusetzen. Natürlich gilt auch für euch die Problematik, dass die Sonne und die Venus zum Neptun, der in eurem Zeichen steht, Konfliktaspekte bilden werden, sieht man hier schon, ne? Sonne, Neptun, und zwar bis zur Monatsmitte. Ihr solltet also damit rechnen, dass man in eure Signale und eure Ausstrahlung vielleicht mehr hineininterpretiert, als ihr gemeint hattet. Ihr lächelt einfach aus Höflichkeit und jemand denkt, ihr wärt heiß verliebt. Jetzt könnte man natürlich sagen, es gibt schlimmere Probleme. Aber ich kenne zum Beispiel eine Fische-Lady, die wird von 2 Männern heiß begehrt und liebt auch beide, aber es macht sie ganz verrückt und sie weiß nicht, wie sie sich entscheiden soll. Das kann auch ganz schön stressig sein. Wahrscheinlich werdet ihr diese Energie von Liebeswirrungen und Irrungen rund um den Vollmond besonders stark spüren. Der Vollmond wird am Sonntag, den 3. Dezember um 16.46 Uhr exakt, also am 1. Advent, und er findet diesmal auf der Achse Zwillinge-Schütze statt. Und das bedeutet, Sonne und Mond stehen in starker Spannung zur Fischesonne und auch zu Neptun an dem Tag. Deswegen, ne, passt gut auf euer Herzchen auf und trinkt auch nicht zu viel Glühwein, weil Neptun steht ja auch dafür, so für Rausch und Alkohol und so. Und mit dieser Spannung könnte es sein, dass ihr es damit übertreibt.
Am 3. Dezember wird dann auch der Merkur rückläufig. Das heißt, in den kommenden 3 Wochen verstärkt sich diese Neigung, dass man sich missversteht und gegenseitig die Liebessignale falsch deutet. Vielleicht erlebt ihr am Anfang der Rückläufigkeitsphase, dass ihr besonders intuitiv und feinfühlig seid und genau mitbekommt, ob euch jemand in der Liebe etwas verheimlicht oder ob die Gefühle ehrlich und authentisch sind. Dann gibt es einen Top-Tag für euch am Dienstag, den 5. Dezember. Da gibt es einen sehr schönen Aspekt zwischen dem gefühlvollen Mond, dem romantischen Neptun und Glücksplanet Jupiter. Das ist so ein Wohlfühlaspekt, egal ob man jetzt alleine zu Hause ist oder mit netten Leuten eine Weihnachtsfeier besucht. Dieser Tag wird euch auf jeden Fall gefallen. Am 9. Dezember geht der Mars ins Zeichen Skorpion und damit auch in einen förderlichen Aspekt zur Fischesonne, zunächst für die erste Dekade. Ihr bekommt bestimmt Lust, Pläne zu machen, zum Beispiel eine Weihnachtsreise. Genau, wenn ihr zu Weihnachten verreist, trefft ihr vielleicht auf einen sinnlichen Verehrer, der euch schöne Augen macht. Für eure Karriere gilt, dass ihr weiterhin beliebt seid und einen guten Eindruck machen könnt. Und ab dem 10. Dezember gilt das dann besonders für die zweite Dekade des Fischezeichens. Ab dem 12. Dezember aktiviert dann die Sonne hier aus dem Schützen heraus die dritte Dekade der Fischegeborenen, vielleicht durch eine Vorstandsfigur, die jetzt im Dezember nochmal Überstunden fordert, dafür aber auch Geschenke verspricht. Für die Geborenen der ersten Dekade lässt der berufliche Stress dagegen etwas nach. Dann gibt es nochmal einen Top-Tag, und zwar am Donnerstag, den 14. und noch einen am Freitag, den 15. Dezember. Da aktiviert der Mond den schönen Romantikaspekt zwischen Jupiter und Neptun und das zeigt kuschelige Stunden zu zweit an. Nach der Monatsmitte geht die Energie dann in eine neue Richtung und wir steuern auf einen wichtigen Wendepunkt zu. Und zwar beginnt das dann mit der Neumondphase am 17. und 18. Dezember, wobei der Neumond exakt wird am 18. morgens um 7.30 Uhr. Und dieser Neumond ist etwas ganz Besonderes, denn er findet statt auf 26 Grad Schütze in Konjunktion mit dem galaktischen Zentrum. Das ist eine ganz besondere Chance für uns. Da können wir Verbindung mit der kosmischen Weisheit aufnehmen. Weil ihr als Fischegeborene sehr feinfühlig und spirituell seid, empfehle ich euch, diesen Neumond nicht einfach so verstreichen zu lassen, sondern mit einer Meditation zu würdigen. Denn ihr steht jetzt stark in Resonanz mit den kosmischen Kräften und könnt auch Wünsche ans Universum absenden. Wenn ihr ein Liebesproblem habt, dann bittet einfach um Hilfe und Eingebung, was jetzt zu tun ist. Ihr könnt aber auch gut darüber nachdenken, welche Herzensprojekte ihr in den nächsten 2,5 bis 3 Jahren mit Unterstützung von Saturn verwirklichen wollt. Und dann in den kommenden 2 Wochen lauscht einfach auf eure innere Stimme und ihr werdet Antworten bekommen. Direkt im Anschluss an die Neumondphase kommt dann der große Übergang, wenn Saturn am 20. Dezember in den Steinbock geht, gleich gefolgt von der Wintersonnenwende, wenn dann auch die Sonne in den Steinbock geht und das ist am 21. Dezember um 17.27 Uhr. Diese 3 wichtigen Konstellationen, der besondere Neumond in Verbindung mit dem galaktischen Zentrum, der Eintritt von Saturn und von der Sonne ins Zeichen Steinbock fast gleichzeitig, das sind alles Hinweise darauf, dass wir an einem großen Wendepunkt stehen für unser persönliches Erleben, aber auch für die ganze Welt. Und alles, was ihr dazu sonst noch wissen müsst, findet ihr in meinem Special über den Saturn im Steinbock, die Kunst zu manifestieren. Ab dem 23. Dezember wird dann der Merkur wieder direktläufig und allmählich sehen wir wieder klarer. Bis wir das Gefühl haben, zu einer sicheren Entscheidung zu kommen, kann es allerdings noch etwas dauern. Zu Weihnachten stehen die Sterne für euch sehr schön. So mancher Fischegeborene wird allerdings auch ein kräftiges Fernweh verspüren. Wenn ihr dieses Video rechtzeitig seht, überlegt doch mal ernsthaft, ob ihr vielleicht über Weihnachten dieses Jahr verreisen wollt. Das würde unter sehr guten Sternen stehen. Auch wenn ihr Heiligabend gerne als spirituelles Fest feiert oder vielleicht ein kleines Ritual veranstalten wollt, habt ihr dafür gute Sterne. Vielleicht entschließt ihr euch auch, Weihnachten diesmal nicht mit der Familie, sondern mit euren besten Freunden zu verbringen oder zumindest nach der Bescherung noch loszuziehen und etwas zu unternehmen. Weil der Merkur immer noch ein bisschen quer steht, solltet ihr schwierige Themen oder aktuelle berufliche Probleme bei Gesprächen aber lieber ausklammern. Davon abgesehen werdet ihr wahrscheinlich schöne, interessante und besinnliche Tage erleben.
Am 25. Dezember geht die Venus dann in den Steinbock und verbindet sich dort erst mit Saturn und dann mit der Lilith. Vielleicht schlagen euch eure Freunde eine schräge und außergewöhnliche Aktion vor und ihr sagt euch, warum nicht? Man muss auch mal was anderes ausprobieren. Ab dem 26. Dezember bestrahlt der Mars-Aspekt hier aus dem Skorpion heraus die zweite Dekade der Fischegeborenen und bringt den Wunsch, aktive Pläne für die Zukunft zu machen oder vielleicht auch noch spontan zu verreisen. Am 28. habt ihr dann noch einen Top-Tag für ein gemütliches Zusammensein mit euren besten Freunden. Dabei kann euch der Mond im Stier mit Mars und Jupiter im Skorpion auch sehr sinnlich machen, wenn ihr einen Liebhaber greifbar habt. Zu Silvester empfehlen euch die Sterne auszugehen oder eine Einladung anzunehmen, die von euren Freunden kommt, selbst wenn es die schrägen Freunde sind oder vielleicht gerade dann. Auch ein Kurztrip würde sich hier nochmal anbieten von den Konstellationen her. Wenn euch das alles zu anstrengend ist, habt ihr natürlich auch die Option, ein ganz ruhiges und spirituelles Silvester zu Hause zu verbringen, denn der Mond sorgt für kuschelige Stimmung daheim. Das waren eure Sterne im Dezember. Am 15. Dezember geht dann auch das Jahreshoroskop online. Wenn ihr euch eine persönliche Jahresvorschau 2018 bei mir gönnen wollt, dann freue ich mich, wenn ihr euch bei mir meldet, entweder auf meinem Kundentelefon oder direkt über meine Homepage. Die Infos dazu findet ihr wie immer in der Videobeschreibung und auf der Infokarte hier im Bild. Natürlich gibt es auch für euch wieder die Möglichkeit, mir in meiner Webinarreihe Antonias Sterne Fragen zu eurem Horoskop zu stellen. Der nächste Webinartermin ist am Freitag, den 15. Dezember um 17 Uhr und der erste Termin im neuen Jahr ist dann am Freitag, den 19. Januar, auch wieder um 17 Uhr. Anlässlich des Saturn-Transits durch den Steinbock möchte ich euch auch einen Online-Workshop anbieten mit dem Titel Saturn-Probleme heilen. Darin werde ich euch Tipps geben, wie ihr mit den Herausforderungen Saturns umgehen könnt und ihr könnt mir natürlich auch Fragen dazu stellen. Der Workshop findet statt am Freitag, den 12. Januar 2018 um 17 Uhr. Alle Videos zum Dezember und auch das Saturn-Special gibt es zum Nachhören auch als Podcast. Und zwar unter dem Titel Das große Liebeshoroskop von Antonia Langsdorff. Ihr findet den Podcast über die Podcast-Funktion eures Smartphones oder bei iTunes. Den Link setze ich euch unten in die Videobeschreibung. Bei meiner Verlosung könnt ihr diesmal eins meiner Sternzeichen-Kolliers gewinnen. Also natürlich das Sternzeichen, was zur Gewinnerin oder dem Gewinner passt. Und wie immer wünsche ich mir dafür von euch einen schönen, konstruktiven Kommentar mit Anregungen und Feedback. Ich finde, ihr macht das immer ganz toll und ich freue mich riesig zu lesen, wie es euch mit meinen Horoskopen so ergeht. Und der zweite Schritt ist dann, dass ihr bitte meinen Kanal abonniert. Und dazu müsst ihr einfach hier in den Kreis klicken. Dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Schaut euch auch bitte unbedingt mein neues Video-Special über Saturn im Steinbock an, die Kunst zu manifestieren. Und natürlich auch meine anderen Special-Videos, sofern ihr sie noch nicht gesehen habt. Ich wünsche euch ein wunderbares neues Jahr und alles Gute mit den Sternen.